Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family und heute geht es um den Xylitzucker, ein genialer Zucker. Ja, vielleicht hast du schon davon gehört, es gibt ja diesen Austauschzucker Xylit mit X geschrieben oder Xylitol oder auch Birkenzucker genannt. Und ich wollte heute mal über die Vorzüge sprechen von diesem Zucker, aber auch über die vielleicht Probleme oder Gefahren von dem Zucker und wie man ihn optimal einsetzt. Der Xylit ist ein Stoff, der natürlich vorkommt. Allerdings in der Zuckerform, so wie wir ihn dann kaufen können, muss er herausgezogen werden aus bestimmten Natursubstanzen. In der Regel sind es Bäume, also Holz, Birke, daher kommt der Name Birkenzucker. Es kann aber auch andere Holzarten sein. Es kann aus dem Mais gewonnen werden oder aus anderen Stoffen, wo es stark vertreten ist. Das ist so ein industrieller Prozess, der dann nötig ist, um diesen Xylitol wirklich so rauszuexerpieren, dass wir ihn nutzen können. Aber er ist ein Stoff, den wir zum Beispiel selber auch in der Leber herstellen. Ja, der Mensch stellt am Tag zwischen 5 und 15 Gramm Xylit in der Leber selber her. Das heißt, es ist für uns kein toxischer Stoff, ist also nicht gefährlich. Xylit selber ist das Besondere, dass es den Insulinhaushalt so gut wie gar nicht braucht. Das bedeutet, ein ganz, ganz guter Zucker für Diabetiker oder Menschen, die Probleme mit dem Zucker haben. Gleichzeitig ist er nicht so hochkalorisch wie der normale Zucker, den wir kennen. Das heißt, er hat rund 40% weniger Kalorien. Also auch dahingehend ist es schon mal wertvoll, mit dem Zucker zu arbeiten. Aber grundsätzlich ist Vorsicht angesagt, denn zu viel von dem Zucker ist für unseren Darm nicht so verträglich und es kann dann zu Durchfall kommen. Zu viel ist unterschiedlich. Was zu viel ist, ist sehr individuell, zwischen 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und mehr kann der Darm vertragen. Manche können dann mehr vertragen, wenn sie den Xylit schon länger verzehren, wenn man also den Darm etwas daran gewöhnt hat. Aber es sollte jetzt wirklich aufgepasst werden, wenn man Kuchen backt zum Beispiel mit Xylit und den Austauschzucker verwendet und nimmt dann irgendwie 200 Gramm Xylit in den Kuchen, dann kann es durchaus sein, dass man pro Stückchen Kuchen so 17 Gramm Xylit drin hat und es kann dann sein, dass es zu Durchfall führt, vor allem bei den Kindern. Also da wirklich Acht geben, gegebenenfalls auf andere Zuckeraustauschstoffe ausweichen. Gut, das war's, worauf man aufpassen muss. Ansonsten ist Xylit für uns menschlichen, für unseren menschlichen Körper völlig ungefährlich, macht keine Probleme. Wichtig ist, dass ihr wisst, dass es eine Gefahr darstellt bei Tieren. Also wenn ihr Hunde habt zum Beispiel zu Hause, da ist Xylit lebensgefährlich. Es greift in den Insulinhaushalt dort ein und kann dazu führen, dass eine Hypoglykämie entsteht und dann kann der Hund daran sterben. Also wenn ihr Hunde habt, die gerne auch mal naschen vom Tisch oder so, dann bitte auf keinen Fall irgendwie viel Xylit machen oder immer gut wegschließen und wegsperren. Da reicht wirklich ein Xylit-Bonbon aus und der Hund kann daran sterben. Anders ist bei Katzen. Katzen haben da keine Probleme mit. Da gibt es sogar mittlerweile Nachweise, dass es für die Katzengesundheit sogar gut ist, wie für den Menschen. Aber wenn ihr Kaninchen habt zum Beispiel, ist es wieder gefährdet. Also im Zweifelsfall fragt euren Tierarzt mal nach, ob Xylit für euer Haustier ein Problem darstellt. Aber Hunde und Hasen sind auf jeden Fall schon mal die gefährdete Spezies. Okay. Xylit selber, was ist das Besondere? Warum kann man es einsetzen? Nun, zum einen ist es so, dass es in der Zahnmedizin tatsächlich Einkehr gefunden hat. Es gibt immer mehr Studien, die zeigen, wie toll es ist für die Zähne und vor allen Dingen für die Kariesprophylaxe. Es gibt Hinweise, dass es den Zahnschmelz auch verbessert, dass er besser aushärten kann. Es gibt Hinweise, dass sogar die Knochendichte gesamt im Körper sich verbessert durch die Anwendung von Xylit. Aber das ist noch in den Kinderschuhen mit den Knochendichte. Was aber sehr, sehr gut mittlerweile nachgewiesen ist, ist die Wirkung von Xylit auf die Mundflora und da vor allen Dingen als Kariesprophylaxe. Xylit selber ist ein Stoff, der wird von Bakterien aufgenommen und bestimmte Bakterienarten vertragen den nicht gut. Der Stoffwechsel dieser Bakterien wird dann gestört und sie sterben daran. Und das ist in unserem Sinne, denn bestimmte pathogene Bakterien, also gerade die, die für Kariesentwicklungen zuständig sind, die werden durch Xylit einfach dezimiert. Das heißt, sie werden weniger. Wir haben diese pathogenen Kariesbakterien in unserer normalen Mundflora drin. Die gehören da auch rein. Allerdings dürfen die nicht zu viel werden. Und das schaffen wir mit Xylit, dass wir die dezimieren.
Zucker zum Beispiel, der normale Zucker kann sich vermehren und wenn Sie dann vermehrt Zucker verstoffwechseln, entstehen Säuren und diese Säuren sorgen dann dafür, dass sich der Zahnschmelz auflöst und dann haben wir die Karies. Das heißt, in der Anwendung von Xylit kann sogar beim leichten Karies ein Rückgang beobachtet werden und es kann der Zahnschmelz sich wieder neu bilden, neu aushärten, sodass Löcher wieder gestopft werden können. Das ist doch wunderbar. Gleichzeitig ist es so, dass der Biofilm, der auf den Zähnen ist, der sich durch Bakterien bildet, wird verringert. Das heißt, es ist nicht mehr so viel pathogener Biofilm da, also auch die Gefahr für Zahnstein oder andere Zahnprobleme sind geringer. Das ist das Tolle beim Xylit. Der Geheimtipp vom Xylit, der ist die Anwendung bei anderen bakteriellen Infektionen, die mit Streptokokken zu tun haben. Was man sehr gut herausfinden kann, ist, wenn es Nebenhöhlen, chronische Nebenhöhlenentzündungen gibt zum Beispiel, dass man aus dem Xylit sich ein Nasenspray macht. Dass man also eine leere Nasensprayflasche nimmt, kriegt man in der Apotheke für ein paar Euro und da einfach Wasser reingibt und ein bisschen Xylit und das dann in die Nase sprüht, so 2-3 Mal am Tag, dann kann es gut sein, dass man diese chronischen Infektionen in den Nasennebenhöhlen einfach dadurch wegbekommt, dass diese Bakterien den Zucker verstoffwechseln und daran sterben und dann verschwinden die. Ist ein bisschen wie mit dem Backpulver und den Ameisen. Das gibt mittlerweile sogar Forschung und Nachweise, dass es gut ist bei Mittelohrentzündungen und anderen bakteriellen Infektionen, bei Pneumokokken, bei Haemophilus, also bei verschiedenen Bakterienarten, die dort im Körper, im Kopfbereich, im Mundraum sein können, kann man mit Xylit sehr gut arbeiten. Also denkt da immer dran, bei Viren allerdings wirkt es nicht. Also wenn ihr einfach einen viralen, grippalen Infekt habt, da bringt Xylit jetzt wenig. Aber ansonsten ist es wirklich ein tolles Mittel, eine tolle Möglichkeit. Ja, wie kann man es anwenden? Was für Möglichkeiten hat man? Einmal gibt es die Xylit-Kaugummis, die kann man mittlerweile an vielen Stellen erwerben. Dann ist es so, dass es die Xylit-Zahnpasta gibt tatsächlich. Da müsst ihr mal schauen. Wir bestellen die gerne im Internet. Da gibt es so eine Kräuterzahnpasta so mit ayurvedischen Kräutern und Xylit. Ich kann es auch mal hier unten verlinken, da könnt ihr einfach mal nachgucken. Es gibt aber sicher auch andere Zahnpasta-Hersteller, die da ganz einfach gute Arbeit machen mittlerweile. Und der Clou ist, wo wir jetzt vor kurzem drauf gekommen sind, sind die Xylit-Bonbons. Und zwar nicht so sehr als Hauptnaschgabe für die Kinder. Ja, da soll man ja nicht so viel von essen, aber tatsächlich, und es klingt eben verrückt, als Bonbon nach dem Zähneputzen. Wir haben das jetzt lange so gemacht und das könnt ihr auch so machen. Das ist die billigste Variante, dass ihr einfach euch Xylit besorgt und stellt euch so ein kleines Töpfchen, so ein Marmeladenglas, irgendwie was reinfüllen, neben die Zahnbürste. Und immer wenn ihr Zähne geputzt habt, nehmt ihr danach ein kleines bisschen mit einem Löffel in den Mund und verteilt das so im Mund und dann habt ihr quasi auch die optimale Nachpflege nach dem Zähneputzen, damit eben kein Karies entsteht. Und man kann das aber noch eleganter haben mit so einem Xylit-Bonbon. Und die kann man kaufen. Gibt es verschiedene Hersteller. Wichtig ist, dass ihr bei den Xylit-Bonbons darauf achtet, dass möglichst wenig Zusatzstoffe drin sind, weil es braucht dafür eigentlich gar nichts. Es braucht nur Xylit und, wenn man mag, so ein bisschen ein ätherisches Öl, das einen Geschmack macht. Und man kann es aber auch sehr leicht selber machen. Wie das geht, wie man es selber macht, zeigen wir in unserem Instagram-Kanal. Da haben wir eine Anleitung, wie man Xylit-Bonbons selber macht. Schaut einfach mal rein bei uns auf Instagram und da könnt ihr das rausfinden. Macht viel Spaß, geht sehr leicht, schmeckt am Ende echt lecker. Okay, ja, das war's von unserer Seite. Instagram habe ich schon erwähnt, Facebook, da sind wir auch vertreten und wir haben eine tolle Homepage. Wenn ihr wollt, schaut mal da drauf in unserem Blog, tragt euch ein für unseren Health Newsletter, der kommt regelmäßig. Und wir wünschen euch ganz, ganz liebe Grüße, einen schönen Tag, macht's gut, ciao.